Не магчыма расказаць усё, што адбываецца ў Беларусі за апошнія 3 месяцы. А праца журналістаў стала проста небяспечнай. Кожны вечар ты не ўпэўнены, ці вернешся ты дадому. Да цябе могуць прыйці з вопшыкам, цябе могуць арыштаваць, у цябе могуць выстраліць, цябе могуць збіць. Wir von Reporter ohne Grenzen setzen uns weltweit für Informationsfreiheit ein. Im Moment ganz besonders auch in Belarus, weil dort Kollegen und Kolleginnen besonders unter Druck geraten und in Not sind und unsere Unterstützung brauchen. Wir haben im Bildband die Bilder einer Fotografin Violetta Savchits, die kommt selbst aus Minsk und hat täglich die Proteste begleitet und sehr eindringlich dokumentiert, was dort in den letzten Monaten geschehen ist. Reporter ohne Grenzen finanziert sich über Spenden, aber eben auch über den Verkauf unseres Fotobuchs. Es erscheint jedes Jahr am 3. Mai, das ist der Tag der Pressefreiheit. Und wir sind sehr dankbar, dass Fotografen und Journalisten uns ihre Bilder und Texte zur Verfügung stellen. Der Fotograf Jens Schwarz war im Vorwahlkampf in den USA unterwegs und hat eine ganze Bildreportage beigesteuert. In meinem Projekt habe ich mich hauptsächlich mit den beiden Identitäten innerhalb der amerikanischen Gesellschaft auseinandergesetzt und habe circa ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen angefangen, politische Aktivisten, aber auch ganz normale Bürger zu begleiten und mit deren Lebenswelten und Haltungen näher anzuschauen und auch genauer hinzuschauen, was daraus dann für Konflikte entstanden sind. Bitte unterstützt uns bei Startnext. Mit eurer Spende helft ihr uns, die Druckkosten zu finanzieren, dieses Buch zu verwirklichen und Journalistinnen und Journalisten weltweit zu unterstützen.